Ich bin Karl Engelhardt. Meine Familie und ich widmen uns schon seit Generationen der Gesundheit der Menschen. Und als ich mein eigenes Kind in den Armen hielt, begann ich zu verstehen, wie wertvoll Leben wirklich ist. Als Leiter eines Unternehmens war ich es gewohnt, die Dinge fest in der Hand zu haben. Nun musste ich erfahren, wie hilflos man sich schlagartig fühlt, wenn es dem eigenen Kind schlecht geht. Wäre es bei einem einfachen Husten geblieben, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Aber der Verdacht bestätigte sich. Gloria, gerade 6 Monate alt, hatte Keuchhusten. Nichts half ihr. Die herkömmlichen chemischen Hustenmittel brachten keine Linderung. Nun begriff ich, was es bedeutet, zusehen zu müssen, wie die leiden, die man liebt. Ich musste etwas tun, und tief in mir wusste ich, ich konnte etwas tun. Wenn unsere Familie schon ihr Schaffen darin konzentriert, Heilung und Linderung zu ermöglichen, musste es mir doch möglich sein, eine Lösung zu finden. Doch wo sollte ich anfangen? Ich begann unermüdlich zu forschen, suchte Rat, diskutierte endlos. Aber alle Versuche führten ins Leere. Mein ganzes Geschick und meine Erfahrung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt hatte, wären ohne Wirkung geblieben, wenn ich nicht diese eine recht zufällige Entdeckung gemacht hätte. Einer Geschichte nach erholten sich französische Kinder besser von schweren Atemwegsinfekten, und zwar diejenigen, welche ihre Milch aus schlichten Holzschalen zu trinken bekamen. Holz vom Stamm der Efeu-Pflanze. Bewahrt diese Pflanze ein Geheimnis? Erste Versuche versprachen viel, aber kam ich schnell genug voran? Zum Glück konnte ich meine Kräfte mit einem eigens zusammengestellten Schweizer Forscherteam vereinen. Zuletzt war die Suche erfolgreich. Der entwickelte Efeu-Extrakt in Form der Tropfen half Gloria, schnell wieder gesund zu werden. Familie bedeutet für uns bei Engelhardt selbstverständlich die Liebe zu unseren Vätern und Müttern und zu unseren Kindern. Und unsere Aufgabe, von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Wir arbeiten für die Gesundheit. Von Eltern, Kindern, von allen. Dank dieser Pionierarbeit wurde Prospan 1950 in den Markt eingeführt. Seitdem stetig weiterentwickelt und erforscht, vertrauen heute zu Recht Millionen von Menschen auf die weltweite Nummer 1 der pflanzlichen Hustenarzneimittel.